Hallo, mein liebes Waage-Kollektiv und herzlich willkommen zu eurem Wochenausblick, eurem Horoskop für die kommenden Tage. Zumindest was so energetisch rumschwirrt. Es kann natürlich sein, dass es auch erst später seine Berechtigung findet. Was haben wir denn hier? Vier der Münzen. Woran hältst du gerade fest? Was darf jetzt hier gelöst werden? Ja. Herz und Verstand darf hier gelöst werden. Die Kelchkönigin möchte gerne wieder zurück in ihr Gefühl finden. Und mit dem Ast der Schwerter soll hier auch wieder Kommunikationsbereitschaft entstehen, indem dein Verstand geklärt wird. Das kann durchaus damit zu tun haben, dass du hier mit dem Ritter der Schwerter noch irgendwo in eine Debatte reingehen musst. Im wahrsten Sinne des Wortes, du musst hier in die Kommunikation gehen, um Dinge zu klären, auch für dich zu klären, damit du wieder bereit bist zu investieren, besonders wenn es um das zwischenmenschliche, gefühlvolle geht, auf der Gefühlsebene. Ja, den Ausgleich schaffen. Ich sage ja immer so gerne, die Waage ist hier immer manchmal ein bisschen unausgeglichen und möchte gerne in den Ausgleich zurückfinden. Denn der Page der Stäbe bietet dir hier eine Chance, eine Gelegenheit, ein Flirt, und das sorgt mit dem Stern hier auch bei euch wieder für, ja, reinkommende Inspiration. Jetzt muss ich gerade schmunzeln, weil ich hatte eben beim Wassermann die Waage liegen und jetzt fällt bei euch hier der Wassermann. Ja, vielleicht könnt ihr euch da gegenseitig ergänzen, was so das Zurückführen ins Gefühlsleben rein angeht. Und ja, hier zusammen mit den vier der Stäben Party machen, damit ihr wieder ein bisschen frei werdet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, quasi Feuer mit Feuer bekämpfen, wollte ich gerade sagen, in dem Fall Luft mit Luft. Der Herrscher kommt hier ins Spiel. Der Herrscher ist natürlich eine Person, die sehr für die Gemeinschaft steht. Das ist natürlich in Kombination mit dem Elementen Luft auch der Fall. Die stehen auch sehr, sehr für Gemeinschaft, auch wenn sie das eher auf der Verstandesebene sehr extrem klären. Beim Herrscher hier auf jeden Fall auch. Er steht für die Zivilisation, ist auch manchmal sehr rational im Denken. Aber auch hier heißt es, es möchte wieder Gefühl reinkommen mit den 10 der Kelchen. Und mit den 5 der Münzen liegt hier ein selbstgeschaffener Mangel. Ja, wie gesagt, mit den 4 der Münzen am Anfang, die fehlende Investitionsbereitschaft, das merkt diese Person hier im Kartenbild auf jeden Fall auch und merkt auch, dass sie damit selber sich ins Bein geschossen hat, so ein bisschen, ja, humpelt durch die Gegend gelaufen ist, und jetzt möchte das gewandelt werden. Der Münzkönig kommt nämlich ins Spiel und der fordert Tatkraft. Der ist sehr ergebnisorientiert und da musst du deinen Worten Taten folgen lassen.